8.49 Uhr. Ich finde meine Schultasche. Und meine Sportsachen. 8.50 Uhr. Wir verlassen das Haus und machen uns auf den Weg zur Schule. Papa fragt mich, ob ich Zähne geputzt habe. Hast du die Zähne geputzt, Henry? Ich sage ja. Beeil dich, Henry. Wir kommen zu spät. 9.05 Uhr. Wir sind an der Schule. Nur 15, der Unterricht beginnt. Guten Morgen, Kinder. Dieser Teil ist total langweilig, den können wir überspringen. Also heute... Moment mal. Chemie kann lustig sein. Also denkt daran, mischt die beiden Flüssigkeiten nicht zusammen. Was haben Sie gesagt, Frau Streitaxt? Ich sagte... Hoppla. Du schrecklicher Junge. Musik ist gar nicht übel. Und manchmal lädt mich Frau Sonderlich in ihr Büro ein. Praktisch ein perfekter Tag. Es würde mich wundern, wenn ich keinen Eintrag ins Buch für gutes Benehmen bekomme. Doch das Beste am Unterricht ist Schulschluss. Yippie! 4 Uhr. Da läuft immer Rapper Zappa. Aber Peter sagt... Ich bin heute dran und ich will jetzt die tanzenden Gänseblümchen sehen. Und da sage ich nein, das ist was für Windelbabys. Und Peter beschwert sich bei Mama wie ein Windelbaby. Mama! Und weil ich zu Peter gemein war, werde ich auf mein Zimmer geschickt. Geh auf der Stelle in dein Zimmer. Aber es ist gar nicht so schlecht, bis zum Abendessen auf sein Zimmer geschickt zu werden. Und wie üblich frage ich Mama, ob ich noch mehr Pommes haben darf. Nicht bevor du dein Gemüse aufgegessen hast, Henry. Ich esse mein Gemüse immer ganz auf, Mama. Versteht mich nicht falsch. Ich esse sehr viel Gemüse, wie Kartoffelchips. Und Tomatenketchup. Und noch mehr Chips. Es gibt nur ein paar Gemüsesorten, die ich nicht mag. Aber ich bin äußerst geschickt darin, sie verschwinden zu lassen. Mama! Henry hat gar kein Gemüse mehr auf dem Teller. Pommes sind auch Gemüse, wisst ihr? Nach dem Abendessen geht's ab in die Wanne. Nur ich, die Quietschente und das Krokodil. Und Peter. Papa sagt... In diesem Haushalt wird zu viel Wasser verbraucht. Ab sofort badet ihr zusammen. Aber ich will nicht auf der Seite vom Wasserhahn sitzen. Es ist zu heiß. Neue Hausregel. Wer beim Wasserhahn sitzt, darf die Temperatur bestimmen. Ich sitze diesmal auf der Wasserhahnseite. Nein, das sitzt du nicht. Papa beschließt, dass es doch keine so gute Idee war, uns zusammen baden zu lassen. Mama sagt, um 8 Uhr muss ich ins Bett. Aber um 8 geht doch kein Mensch ins Bett. Außer gute brave Jungs, so wie der perfekte Peter. Und mein Freund Bert darf immer ins Bett gehen, wann er will. Mach dich bettfertig, Henry. Also mache ich das. Ich halte den Rekord als langsamster Zähneputzer der Welt. Ich sage Papa, dass ich Hunger habe. Zu essen gibt's jetzt nichts mehr. Und dass ich Durst habe. Na gut, ich hol dir ein Glas Wasser. Gute Nacht, Henry. Wenn ich König bin, dürfen alle Kinder so lange aufbleiben, wie sie wollen. Aber bis es soweit ist, muss ich mir eben was einfallen lassen. Henry? Oh. Oh. Mama, es ist zu hell! It's so easy.
Ich habe ihn gesehen. Den riesengroßen, pechbringenden Pechvogel. Das ist ein Zeichen, dass du verflucht bist. Nein, ich bin überhaupt nicht verflucht. Ich bin verflucht. Nein, ich will aber nicht sterben. Naja, wenn du das goldene Dings da einem anderen gibst, geht der Fluch an den über. Ich schätze, ich könnte dir den Fluch abnehmen. Du würdest dein Leben ja auch für mich riskieren. Henry, du bist der beste Bruder auf der ganzen Welt. Das war ja babyleicht. Laura ist da, eure edelmütige Majestät. Ich kann nicht bis morgen warten. Wenn du wirklich eins hast, Henry, dann will ich es sehen. Auf der Stelle. Peter, ich will ein paar Chips, Schokolade und noch ein bisschen extra Schokolade. Kommt sofort. Mein großer Bruder ist so mutig. Ja, ja, wie du meinst. Also, wo ist es? Es ist wunderschön. Ich will es haben. Auf keinen Fall. Ein goldenes Dings, da ist das Größte. Das gebe ich doch niemals her. Ich gebe dir eine Wasserkanone mit 2 Tanks. Die 3000? Wenn du willst. Brandneu? Noch original verpackt. Abgemacht. Morgen? In der Schule. Wie, du kommst nicht? Morgen wird ein sehr guter Tag. Schau mal. Das ist ja Wahnsinn. Wo hast du das denn her? Obercool. Ich glaub's nicht. Ja, wie das war. Henry! Du hast mich betrogen! Hast du wirklich geglaubt, ich gebe ein goldenes Dings dafür die Wasserkanone 3000 her? Da musst du schon mehr bieten. Am Montag könnt ihr mir alle ein Tauschangebot machen. Und dann entscheide ich, ob es gut genug ist. Warum Mama das macht. Den Schlüssel kann sie ja doch nicht wegsperren. Noch 2 Tage und dann sah ich ab. Henry? Was soll das werden? Eine kleine Nervenberuhigung? Nein, Henry. Ich will nicht, dass du stirbst. Lass mich in Ruhe. Stirb nicht. Bitte, bitte. Du darfst nicht sterben. Peter, was ist denn los? Das goldene Dings da ist verflucht und Henry hat's genommen, damit ich gerettet bin. Aber jetzt muss er sterben. Henry, wie kannst du nur so etwas Schreckliches sagen? Gib Peter sein Dings da zurück oder es gibt eine Woche kein Fernsehen. Aber ich brauche es für meine Versteigerung. Henry? Ich will aber ein goldenes Dings da. Eine Ruhe haben? Spaghetti, Kondensmilch, Bohnen. Oh, Henry, ich will zum Supermarkt. Willst du irgendwas? Das geht nicht. Jetzt noch nicht. Warum nicht? Weil ich mitkommen will und ich kann erst mit, wenn ich mein Zimmer aufgeräumt habe. Du willst dein Zimmer aufräumen? Dann warte ich gerne auf dich. Frühstücksblock mehr. Wir müssen wieder welche kaufen. Henry, warte! Ich muss die Frühstücksflocken holen. Na schön, aber nur eine Schachtel. It's so easy being me. I'm hard, Henry.
Ich muss einen Zahn verlieren. Na kommt schon. Wackelt. Ihr sollt wackeln. Die blöden Zähne bewegen sich nicht, als wären sie mit Superkleber festgeklebt. Jeder weiß, wenn man ganz viele Süßigkeiten isst, gehen die Zähne kaputt. Dauern. Aber du magst doch kein Karamell, Henry. Nein, weil mir das Zeug immer in den Zähnen hängen bleibt. Aber vielleicht bleibt dir ein Zahn am Karamell hängen. Ach so, ganz schön schlau. Und, funktioniert es? Ich kann den Mund nicht mehr aufmachen. Hilf mir! Was? Oh, hilf mir. Klar. Okay, 1, 2, 3! Sie sind alle noch drin! Henry? Aha! Martin, ich geb's zu, das ist mein Karamell. Ich hab's dir an den Kopf geworfen und verdiene jetzt eine Ohrfeige. Hab ich recht? Keine Ahnung. Überleg doch mal. Dich mit Süßigkeiten zu bewerfen, heißt, dass man keinen Respekt hat, meinst du nicht? Keine Ahnung. Verlass dich drauf, das ist so. Und wenn du mir jetzt deine reinhauen würdest, richtig fest und mir einen Zahn rausschlagen, wäre mir das egal, ich schwöre. Keine Ahnung. Hat das funktioniert? Nein. Aber super Ballabwehr. Ein Zahn. Mehr will ich doch gar nicht. Operation Milchzahn kann losgehen. Was machst du da? Was ich mache? Gar nichts. Ich hab was gehört in Peters Zimmer und hab nachgesehen. Ich will ja nicht, dass meinem kleinen Bruder was passiert. Verstehe. Und jetzt gehst du lieber wieder in dein Zimmer und schläfst endlich. Na gut. Zahnfee, mach schon mal deinen Geldbeutel auf. Wo ist mein Geld? Mama, Papa, Henry, die Zahnfee hat mir 2 ganze Euro dagelassen. Was? 2 Euro? Das ist nicht fair. Die Zahnfee hat mich ausgetrickst. Mama? Ja, Henry? Angenommen, jemandem wäre ein Zahn rausgefallen, aber er verliert ihn. Und deshalb lag er nicht unter seinem Kopfkissen. Vielleicht lag er sogar unter dem Kopfkissen von jemand anders. Würde er trotzdem Geld von der Zahnfee kriegen? Willst du mir irgendetwas sagen, Henry? Nein, nein, wollt's nur wissen. Rein hypothetisch, meine ich, weißt du? Hypothetisch. Und ich glaube, die Zahnfee würde wissen, wer einen Zahn verloren hat. Wie denn? Weil derjenige eine Zahnlücke hätte. Eine Zahnlücke? Ach ja, genau. Ich muss los. Henry! Du hast dir ja einen blöden Sitzplatz ausgesucht. Henry, wenn du mich besuchen willst, dann klingel gefälligst an der Haustür. Dann muss ich dir nicht aufmachen. Das ist ein Notfall. Ich brauche deine Zähne. Hä? Dein Vampirgebiss von deinem Dracula-Kostüm. Und zwar sofort. Ach, und was kriege ich als Gegenleistung? Als Gegenleistung? So easy being me, I'm Henry.
Ich grab mir jetzt einfach einen Tunnel. Oh, blöder Löffel. Au! Gut, jetzt reicht's mir. Klappt es bestimmt. Henry, du darfst mich nicht hier lassen. Du bist echt gemein. Nein, bin ich nicht. Ich mag dich nur nicht, das ist alles. Das stimmt gar nicht. Du hast mich doch mal gerettet. Dich gerettet? Wann? Als ich ganz klein war. Du sollst abhauen! Sei nicht so gemein, Henry. Jetzt hast du Peter wieder zum Weinen gebracht. Ich habe dich gewarnt. Nein, Mama. Sieh, da. Böser Wauwau. Du hast mich gerettet. Du bist mein Held. Ich hab dich nie gerettet. Ich hab den Hund verscheucht, weil er sich Mr. Kill schnappen wollte. Ich hab ihn nur angebrüllt, um Mr. Kill zu retten. Dich doch nicht. Das stimmt gar nicht. Du hast mich gerettet. Von mir aus hätte der Hund dich ruhig in die Beine und in die Nase beißen können. Es wäre mir sogar egal gewesen, wenn... Häschen! Nein! Wollt ihr wissen, wie lange ich schon hier bin? Seit gestern. Und heute Morgen haben sie mein Frühstück vergessen. Ich will jetzt endlich frühstücken! Nein! Puh, das war knapp. Hey, was ist mit meinem Frühstück? Es ist ja schon bald Mittag. Es ist Mittag. Aber zuerst müssen wir noch eine Untersuchung machen. Also hör auf, die Klingel zu drücken. Aber das ist gemein. In Krankenhäusern gibt's immer glibbrigen Wackelpudding. Ich will meinen glibbrigen Wackelpudding. Wenigstens muss ich nicht in die Schule. Das ist das Gute dran. Keiner da. Henry, deine Mutter sagte, wir dürfen dich besuchen. Wie geht es dir denn? Kommt drauf an. Bringen Sie mir Hausaufgaben? Nein. Dann geht's mir gut. Schön. Wir haben uns solche Sorgen gemacht, als wir hörten, dass du im Krankenhaus bleiben musst. Stimmt's, Laura? Sie vielleicht. Oh, können wir ihm endlich die Karte geben? Welche Karte? Die Klasse hat eine Karte gebastelt. Ich hab sogar auch unterschrieben. Da steht, gute Besserung, großer Held. Du bist wirklich ein Held, Henry. Du hast deinen kleinen Bruder gerettet. Das wissen jetzt alle? Ach, Mann. Nimmst du die Karte jetzt oder passt dir schon wieder was nicht? Etwas zu essen wäre mir viel lieber gewesen. Ich glaube, du darfst leider noch nichts essen. Nein, sie röntgen noch deinen Kopf, weil sie nicht wissen, ob da was drin ist. Ach, ich hau wieder ab. Also gute Besserung, Henry. Und falls deine Eltern wollen, dass du noch eine Weile zu Hause bleibst, dann habe ich nichts dagegen. Das hat mir noch gefehlt. Jetzt ist mein Ruf total ruiniert. Ihr werdet schon sehen. Jetzt nennen sie mich bestimmt Henry der Held. Das ist echt gemein. Und ich hab so Hunger. Aber außer mir interessiert das hier wohl keinen. Dann muss ich mich wohl selber drum kümmern. Sorge, die Untersuchung ist reine Routine. Danach dürfen Sie Henry zum Glück mit nach Hause nehmen. Henry, geht's dir schon wieder besser? Hervorragend. Hast du Geld dabei? Was? Ja, aber eigentlich, Hör mal, ich hab dir doch das Leben gerettet. Und als Dank dafür will ich einfach nur ein bisschen Geld.